Wir reagieren heute auf die Sendung Maischberger, wo Amira Mohr mit Ali mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann diskutiert hat. Thematisch ging es um die Ukraine, wie immer, wenn Strack-Zimmermann eingeladen wird. Also man braucht ja irgendwen, der die Interessen der Rüstungslobby vertritt in so einer Talkshow. Aber immerhin ist mit Mohr mit Ali auch eine BSW-Vertreterin da, die sich, so hoffe ich zumindest, für Friedensverhandlungen aussprechen wird. Ich habe mir das Ganze noch nicht angesehen und bin genauso überrascht wie ihr von dem, was jetzt kommt. Ich muss mit Ihnen anfangen, weil es Ihr Generalsekretär ist, der von Schwarz... Warum wusste ich, dass Sie das tun? Ja, das war sehr überraschend. Okay. Ihr Generalsekretär träumt von Schwarz-Gelb. Sie auch? Nein, der träumt nicht von Schwarz-Gelb. Er hatte an dem Tag, als er das sagte, einen dicken Hals, weil er sich über was geärgert hat, auch über die Frage der Bezahlkarte. Mhm. Und damit ist das auch erledigt. Wir sind in einer Ampel und wir arbeiten zusammen. Mal mehr, mal besser, mal kommunikativ geschickter, mal ungeschickter. Weil das, was Sie gerade sagten mit der Karte, ist ärgerlich. Ja. Weil es war in der Tat abgestimmt, ist übrigens von hoher Relevanz. Vielleicht tröstet es zu sehen, dass der Landtag in Nordrhein-Westfalen, der aus Schwarz-Grün besteht, da nicht in die Gänge kommt, dort die Städte jetzt selber agieren müssen. Also offensichtlich ist das ein Thema, das ist objektiv von Bedeutung, ja, damit einfach nicht so viel Geld im System ist. Aber auf der anderen Seite gibt es da keine Einigkeit. Ich gehe mal davon aus, es wird aber bald gelöst. Wir haben das ja hier ein paar Mal. Also kann man das nicht hinter verschlossenen Türen reden? Dann geht man nach draußen und macht das gemeinsam. Ja, das wäre, ist ja so ein bisschen das. Das wäre in der Tat optimal, dass man in das Koalition das hinter der Türe macht. Nun will ich nicht ablenken, aber die Große Koalition hat ihr Theater auch auf der Bühne aufgeführt. Da hat man sich jetzt nicht mehr dran erinnert, aber ich bin bei Ihnen. Manches sollte man vorher klären. Wenn ich Ihnen jetzt als Journalistin sage, es ist ja, Journalisten lieben ja auch das große Schlüsselloch, wo der Kopf rausguckt sozusagen nach dem Motto, über was wird diskutiert. Und es ist in der Tat so, wenn man diskutiert und das eine oder andere kommt dann schon vor der Beschlussfassung heraus, ja, das ist natürlich gut, immer schwierig. Gut, aber hier reden wir von Pressekonferenzen und großer Bühne, Frau Mohammed Ali. Also das Bündnis Sarah Wagenknecht hat sich gerade gegründet. Sie werden jetzt in dieser Woche, glaube ich, den ersten Landesverband ins Leben rufen. Werden Sie denn vorbereitet auf eine Bundestagswahl, die vorgezogen wird? Werden Sie dann schon am Start? Also wir würden uns natürlich darum bemühen, dann da auch schon anzutreten. Wir bereiten das jetzt in Landesverbände vor. Als erstes kommt Sachsen und dann werden andere nachfolgen. Ja, dann geht es jetzt erstmal um Parteipolitik. Nachdem die Journalisten hier, das schauen wir uns nicht an, im ersten Teil schon über den Ukraine-Krieg debattiert hatten, geht es jetzt erstmal kurz um Parteipolitik. Also Sie glauben, dass die Ampel Ihnen noch ein bisschen Zeit gibt oder glauben Sie, die krachen? Naja, ich tue mich mit Prognosen da immer schwer. Ich muss sagen, die Ampel ist ja schon eine ganze Weile sehr, sehr zerstritten und regiert das Land sehr, sehr schlecht. Bisher hat das nicht dazu geführt, dass sie sich dafür entschieden haben, diese Regierungsverantwortung aufzugeben. Ich glaube auch, die Minister kleben da sehr an ihren Posten. Ich glaube nicht, dass die das einfach Aber es kommt aufgeben. Ja Stück für Stück auch jeden Tag was Neues dazu. Frau Strack-Zimmermann wird am Donnerstag gegen die eigene Regierung stimmen im Bundestag. Na, herzlichen Glückwunsch. Ist das sozusagen Ihr kleiner Misstrauensantrag gegen die eigene Regierung? Nein, das ist es nicht. Es geht um den Taurus, um die Frage, ob die Bundesregierung den Taurus an die Ukraine liefern soll oder nicht. Und Sie jetzt, stimmen mit der Union. Also die Sache ist, ich sehe im Chat schon Amira statt Agnes. Ja, das würde ich auch sagen. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes tot ernst. Ich muss Sie nur gerade schmunzeln, als Sie das aufgeführt haben. Haben gerade die linke Fraktion gesprengt und sprechen bei uns davon, dass wir in Diskussionen sind. Also, Sie regieren das Land. Insofern glaube ich. Was ist das für ein Publikum? Also, wurden die irgendwie busweise Strack-Zimmermann-Fans hinkutschiert? Also, Nebenbemerkungen und schon fangen da alle an zu klatschen. Ja, aber Sie regieren ja das Land, Frau Strack-Zimmermann. Das ist ja was anderes. Nichtsdestotrotz für Ihre eigenen Tür fegen. Ich glaube, das aber Sie hilft an der Stelle, um Ihre Frage... Sie regieren das Land, ich nehme das auf jeden Fall. Ihre Frage zu beantworten. Die CDU hatte vor 4 oder 5 Wochen schon mal einen Antrag gestellt. Ja, da haben Sie noch Nein gesagt. Da habe ich Nein gesagt, weil das war auch im Kontext der Wehrbeauftragten. Und ich schon der Meinung war, dass man nicht ad hoc einem anderen Antrag zustimmt, sondern auch in den eigenen Reihen, sprich in der Ampel, einen eigenen Antrag aufsetzt. Man muss sagen, dass es ein sehr guter Antrag geworden ist. Es gibt nämlich zwei, das muss man dazu sagen. Am Donnerstag wird es eine geben, Ihrer Regierungskoalition. Ich würde das ganz gerne einordnen. Und einen der Opposition und Sie wollen eben... Frau Maischberger, lassen Sie es mich ein bisschen einordnen, damit Ihre Zuschauer und Zuschauerinnen das nachverfolgen können. Also es gibt einen Ampelantrag. Chat schreibt gerade einer, die haben das Publikum von MyLab übernommen. Ja, das kann gut sein. Der ist sehr weitgehend und ich muss sagen, und das gehört auch dazu, sowohl bei der Sozialdemokratie, bei den Grünen und bei der FDP,
Das war kein leichter Weg. Das ist ein guter Antrag. Da wird zum Beispiel darauf hingewiesen, dass wir arbeiten, dass die Ukraine nach einem Kriegsende Mitglied der NATO wird. Ein großes Thema, was lange nicht besprochen worden ist. Dass die Ukraine das Recht hat, die Krim zurückzuholen und die Ostukraine zu verteidigen, war auch lange kein Konsens darüber. Also da sind Themen besprochen worden. Also darüber herrscht hoffentlich immer noch kein Konsens, denn das ist militärisch absolut ausgeschlossen. Die Ukraine hat nach monatelangem Kampf gerade in Avdiivka, beziehungsweise eigentlich seit Kämpfen, seit die schon 2014 begonnen haben. Ich meine, die Ukraine hatte sich da ja verschanzt und dort ihre erste Verteidigungslinie, die jetzt durch den ukrainischen Rückzug kollabiert ist an der Stelle. Also es sieht im Moment absolut nicht so aus, als ob die Ukraine diesen Krieg gewinnen würde. Und es sieht nicht mal so aus, als würde sie leicht vormarschieren. Also die minimalen Gewinne, die sie in der ukrainischen Sommeroffensive hatte. Also ein paar versprengte Dörfer, die man mit Zehntausenden Soldatenleben bezahlt hat, die ist Russland gerade dabei, wieder zurückzuerobern, beziehungsweise die Ruinen dieser Dörfer. Also es ist ja ein Abnutzungskrieg, den die Ukraine eigentlich nicht gewinnen kann. Vor allen Dingen auch, dass die Ukraine den Krieg gewinnen muss. Also es geht wirklich, das sind dann oft so semantische Dinge. Steht alles Dinge. Da drin. Ja, so. Und deswegen ist es ein guter Antrag. Steht noch viel mehr drin, deutlich mehr drin. Wiederaufbau, was man alles machen kann. So, das heißt, dass dieser Antrag wird von der Ampel abgestimmt und da werde ich auch zustimmen. Ach, warum ich aber? Warum ich aber? Und deswegen wollte ich das gerade erklären, ist nicht entweder oder, sondern die CDU hat einen Antrag aufgesetzt, wo de facto Ähnliches drin steht. Also das Thema NATO ist nicht drin, dafür Nationaler Sicherheitsrat, was wir auch immer gefordert haben. Aber ein Wort steht drin und das ist jetzt entscheidend. Dass in dem Antrag erklärt wird, dass auch weichreichende Waffensysteme geliefert werden sollen, um hinter der Linie, also sozusagen da, wo Russland angreift, wirken zu können, um das mal militärisch auszudrücken. Was dort nicht drin steht, und das zeigt eben, dass sich das Ganze jetzt an einem Wort aufhängt, nämlich an dem besagten Taurus, an dem. Der steht da nicht drin. Der steht da nicht drin. Und jetzt könnte man sagen, das ist ja so erklärend, dass es eigentlich das ist. Aber Sie trauen dem Kanzler nicht, nein, oder? Ich brauche nicht dem Kanzler nicht zu trauen, sondern die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat berichtet, dass das Kanzleramt von sich aus sofort klargestellt hat, unter diesem Synonym. Alles weitreichende Waffen, ja. Sei Mars 2 genannt, das ist ein alles nur nicht Taurus, ja. So. Das heißt, da geht die Interpretation schon weiter. Und ich bin jetzt der Meinung, jetzt ein paar Wochen danach, jetzt muss mal ganz deutlich gesagt werden, von was reden wir. Ich bedauere übrigens, dass dieses Waffensystem, es wurde gerade gesagt, das ist nicht kriegsentscheidend, aber es ist sehr wichtig, es wird seit Monaten darum gebeten, dass das quasi ein Synonym geworden ist. Wer setzt sich durch? Wer hat das größte Schäufelchen im Sandkasten? Es geht nicht um den Bundeskanzler, es geht nicht um Frau Strack-Zimmermann. Okay, dann gehen wir. Es geht um ein Waffensystem, was von großer Relevanz ist, was hilft. Und deswegen werde ich diesem CDU-Antrag zustimmen, weil ich möchte, dass das Kind beim Namen genannt wird. Und das ist der Taurus-Marschflugkörper. So, wir gehen. Gott, also das ist das Publikum für die Zustimmung zu einem solch kriegstreiberischen Antrag, der den Krieg nach Russland tragen will. Also Taurus an die Ukraine liefern, um wie Röttgen den Krieg nach Russland zu tragen. Ja, dass das Publikum hier klatscht, sagt eigentlich alles aus. Also ich schon. Woher hat man so ein Publikum? Muss man da eine Gesinnungsprüfung ablegen, bevor man da zutreten darf oder was? Der parteipolitischen schwierigen Frage auf die sachliche, Frau Mohammed Ali. Sie sind gegen die Lieferung aller Waffen, aber vor allem auch dieses Taurus. Was haben Sie gegen den Taurus? Nun, es hat ja auch einen Grund, warum der Bundeskanzler da zögert. Also dieses Waffensystem, das haben Sie ja selber gesagt, es wird nicht kriegsentscheidend sein. Das heißt, es wird nicht dazu führen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, weil die Ukraine diesen Krieg militärisch nicht gewinnen kann. Und hier muss man halt mal auch mal ein Stück wegkommen von der moralischen Perspektive, die ich nachvollziehbar finde. Dass man sagt, eigentlich moralisch, sollte die Ukraine diesen Krieg gewinnen. Ich finde, das ist eine nachvollziehbare Position. Sie ist angegriffen worden von Russland. Militärisch sehen wir aber,
sie kann diesen Krieg nicht gewinnen. Und das sage nicht nur ich, das sagen Militärexperten. Das sagen Militärexperten auf der ganzen Welt. Sogar die Ukraine selber spricht davon, dass es mittlerweile ein Stellungskrieg ist. Die Offensiven haben alle nicht zum Erfolg geführt. Im Gegenteil. Also Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer, vielleicht habt ihr seine Vorträge auch gesehen. Also der erzählt eigentlich seit Sommer 2022, dass dieser Krieg noch lange dauern wird. Bisher hatte er damit auch immer recht, weil das eben ein Abnutzungskrieg ist. Er hatte schon damals diese Analyse und er hat schon damals gesagt, dieser Krieg wird lange dauern und wir sollten uns nicht darauf einstellen, dass die Ukraine innerhalb näherer Zukunft siegen wird. Und mittlerweile sagt er auch schon, die ukrainische Sommeroffensive, die ist gescheitert. Also kam ja auch letztens von ihm eine Analyse raus. Also wenn man sich Militärexperten anschaut, und da muss man sich jetzt nicht irgendwelche Militärexperten, die komplett unabhängig von staatlichen Institutionen sind, die keine Ahnung, im Ruhestand sind oder so angucken oder russische Militärexperten, sondern da reicht es sich einfach, das anzugucken, was das offizielle Militär eines neutralen Staates wie Österreich veröffentlicht. Also Österreich ist ja nicht mal komplett neutral. Im Wirtschaftskrieg gegen Russland beteiligt es sich ja trotzdem. Aber kleine Analysen, die aus so einem Land kommen, sagen uns schon, das, was uns die Strack-Zimmermanns hier für Wunschträume erzählen, das ist vollkommen unrealistisch. Die Ukraine verliert diesen Krieg eigentlich gerade. Die Situation wird schlechter. Wir wissen auch, dass auch dieses Waffensystem nicht der Gamechanger sein wird. Aber die Gefahr besteht, dass dadurch nämlich tatsächlich auch spätestens dann, wenn von der Ukraine aus mit deutschen Waffen zum Beispiel nach Russland direkt geschossen werden kann, dass der Krieg weiter eskaliert. Und ich möchte mal daran erinnern. Eskaliert heißt auch, dass die Ukraine weitere zivile Ziele in Russland angreifen wird, ja, um diesen Krieg eben auch weiter zu eskalieren. Also es ist ja bekannt, dass die Ukraine in Donetsk und Belgorod andauernd Wohngebiete beschießt. Also das ist ja nichts Neues. Und wenn dann mit dem deutschen Taurus russische Zivilisten getötet werden, ist die Frage, inwieweit wir das wollen. Wenn Deutschland weiterkommt, ist das Ihre Sorge? Ehrlich gesagt, ja. Mhm. Denn also Russland hat sich dazu ja auch relativ klar geäußert, sozusagen, wenn jetzt mit diesen Waffen unmittelbar die Russland angegriffen wird, dann ist da eine rote Linie überschritten. Entschuldigen Sie, es geht um die Ostukraine und die ist nicht russisch, die ist ukrainisch. Darf ich Sie daran erinnern? Und das wirkt hinter der Linie, da wo die Russen stehen. Die Taurus-Flugkörper können auch nach Moskau fliegen. Ja, die können auch in die andere Richtung fliegen. Ja, aber sie können auch nach Moskau programmiert. Fliegen. Die fliegen ja nicht ohne. Oh Gott. Und für diesen dümmlichen Einwand klatscht das Publikum jetzt? Also. Mein Punkt ist der. Sie glauben, die Ukraine würde den Taurus nutzen, um eben nicht so, nur... Ganz ehrlich, das ist jetzt eine völlig unironische Frage. Was für eine Auslese wird für das Publikum von solchen Talkshows betrieben? Also, muss man... Also, es kann doch nicht sein, dass das so ideologisch auf einer Linie ist. Also, das kann doch nicht... Das kann doch kein Zufall sein. Nicht mal auf das besetzte Gebiet, sondern weit in... Ist ja auch, aus ukrainischer Sicht wäre das doch nachvollziehbar. Mhm. Ich meine, ich kann das aus ukrainischer Sicht doch verstehen, dass die natürlich jedes Waffensystem haben wollen, die Kriegsführung. Das ist doch nachvollziehbar. Aber man darf doch nicht vergessen, das ist einfach die Realität. Ich kann mir die Welt halt nicht wünschen. Ich muss sie schon ein Stück weit nehmen, wie sie ist. Die Realität ist, Russland ist leider die größte Atommacht der Welt. Das ist eine Tatsache. Und wenn wir in eine Situation kommen, dass dieser Krieg weiter eskaliert, wenn die NATO da weiter eingreift, dann haben wir den dritten Weltkrieg. Und das kann doch, muss auch alles in der Welt verhindert werden. Das Misstrauen kann ja auch durch öffentliche Worte begründet werden. Also Roderich Kiesewetter, mit dem Sie immer auf einer Wellenlänge sind, ist von der CDU, hat neulich etwas gesagt, wir spielen das noch mal ein, um zu fragen, ist das die Gefahr, die eben jemand wie Frau Mohammed Ali sieht? Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Wir müssen alles tun, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, nicht nur Ölraffinerien in Russland zu zerstören, sondern Ministerien, Kommandoposten, Gefechtsstände. Tja, er sagt es ja. Wollen Sie Wohngebiete? Schulen, Krankenhäuser, also nicht, dass die Ukraine sowas machen würde, nein. Sie den Krieg nach Russland tragen, weil es im Moment vielleicht für die Ukraine keine andere Lösung gibt? Ich finde die Fragestellung komplett absurd. Na, Kiesewetter und Strack-Zimmermann haben nicht den Verstand verloren, die vertreten die Interessen der Rüstungsindustrie. Die vertreten die Interessen des amerikanischen Hegemons. Also die wollen sich als nächste Außenminister dann in einer rot-schwarz-gelben Regierung wahrscheinlich präsentieren.
als Kandidaten, also als Leute, die da noch weiter aufsteigen können oder für eine Karriere in diesen ganzen transatlantischen Thinktanks, wo man richtig viel Geld verdienen kann oder in den Aufsichtsräten von bestimmten Konzernen. Also ist ja nicht so, dass die, also selbst wenn die Ampel jetzt abgewählt wird, also der Kiesewetter sowieso nicht, dass dann da irgendwer am Hungertuch nagen müsste. Und der Kiesewetter, der hat eben, also der will jetzt als der aggressivste Kriegstreiber auftreten, weil er dann am ehesten Ministerposten bekommt. Da hat Russland die Ukraine das zweite Mal innerhalb von 10 Jahren, es jährt sich übrigens gerade die Annexion der Krim, angegriffen, ermordet, vergewaltigt, verschleppt, foltert. Und zwar in einer Brutalität, dass einem nichts mehr einfällt. Die Ukraine, niemand, Frau, die doch ihre... Also, Ukraine-Krieg bis heute, seit 2022, seit Februar, 10.000 zivile Tote. Und wie gesagt, die Ukraine greift auch zivile Ziele an, auch die Ukraine begeht grausamste Kriegsverbrechen. So, nehmen wir jetzt irgendeinen beliebigen Krieg zum Vergleich, ob Jemen, ob Syrien, ob Nahost, also im Nahen Osten, mittlerweile über 20.000 zivile Tote innerhalb weniger Monate. Also jetzt zu sagen, Russland ist so, also das, was Russland da macht, ist so viel grausamer als das, was alle anderen Kriegsparteien zu allen Zeiten gemacht haben, das stimmt einfach nicht. Also das passt einfach nicht zur Realität. Auch wenn man sich vergangene westliche Kriege in anderen Staaten anguckt. Also nehmen wir Afghanistan. Da ist der Westen reingemendet, hat dort ein Netz von Foltergefängnissen eingerichtet und ja, letztlich sind hunderttausende Menschen dabei gestorben. Also das ist doch, ja, das ist doch jetzt nichts eigens Russisches, dass da Kriegsverbrechen begangen werden. Nein. Ja, Saudi-Arabien im Jemen. Ich hatte den Jemen ja gerade kurz angeschnitten. Das kann man vielleicht mal kurz erzählen. Saudi-Arabien hat das Land komplett von der Nahrungsmittelversorgung abgeschnitten, greift dort zivile Ziele, greift vor allem Treibstoffversorgung, Energieinfrastruktur, Nahrungsmittelversorgung an, um die Nahrungsmittelversorgung des Landes zum Zusammenbruch zu bringen. Saudi-Arabien koordiniert nämlich die internationalen Hilfen, die dieses Land erreichen, und versorgt damit Gebiete, die bevorzugt von der Regierungskoalition kontrolliert werden. Das heißt, Gebiete, wo 80% der jemenitischen Bevölkerung leben, die Gebiete, wo die Houthi-Milizen herrschen, die eben diesen extremen Bombardements und der Blockade ausgesetzt sind, da herrscht grassierender Hunger, da sterben hunderttausende Menschen an vermeidbaren Krankheiten, also 400.000 Todesopfer bis heute. Und davon sehr viele Zivilisten. Nein, ich absolut hatte in einer nicht, nein. Sendung gesagt, Vergewaltigung gehört halt zum Krieg dazu. Das aber hat sie so sind nicht ja gesagt, hier. Frau Schatzmann. Doch, das hat sie gesagt. Nein, das Schöne ist ja, es wird alles aufgezeichnet. Aber ich komme, ja, komme auf den Punkt zurück. Komme auf den Punkt zurück. Also, Mann, das ist jetzt die Realität. Die Ukraine wehrt sich und sie kann, sie kämpft selber, ist übrigens unvorstellbar tapfer und hat die Unterstützung. Und das ist völkerrechtskonform. Wir reden jetzt mal über das Völkerrecht. Die UN ist nämlich auch gegründet worden, damit man eben nicht mehr imperialistisch einfach beim Nächsten reinlatscht. Ja. Das ist alles zutreffend, aber es funktioniert ja nicht. Moment, ja, aber entschuldigen Sie, wenn ich Ihrer Logik folgen würde, dann müsste man sagen, okay, die Ukraine rollt sich jetzt ein, die Ostukraine ist in der Tonne, ist ja nur so groß wie Portugal, macht ja nichts. Und was passiert dann? Nach Ihrer Logik folgend, warten wir dann darauf, bis Putin wieder nachgerüstet hat, marschiert dann in... Unsinn, es war 2014 beim Minsk-II-Abkommen nicht Russland, dass dieses Abkommen, also dass da Scheinverhandlungen eingegangen ist, um zum nächsten Krieg zu rüsten, sondern der Westen. Der Westen hat damals Russland einen Frieden angeboten, der letztlich eine föderale Struktur der Ukraine und damit letztlich einen de facto Zugriff Russlands auf die ukrainische Außenpolitik vorsah. Und das war für Russland eigentlich insoweit akzeptabel, dass Russland verhindern wollte, dass die Ukraine ein Vorposten der NATO wird. Doch genau dazu ist es dann nicht gekommen. Die Ukraine hat diese föderale Struktur niemals umgesetzt, sondern sich mit Hilfe westlicher Regierungen, westlicher Militärfirmen wie Academy, ehemals Blackwater, weiter hochgerüstet, hat faschistische Milizen an der Grenze zu den Separatistenrepubliken hochgerüstet. Zelensky hat ein paar Tage vor Kriegsbeginn darüber schwadroniert, dass man doch das Budapester Memorandum aussetzen solle, was de facto darauf hinausgelaufen wäre, dass die Ukraine sich Atomwaffen angeschafft hätte. Die USA und Großbritannien und andere westliche Länder zahlreiche Aufrüstungsprogramme für die ukrainische Armee beschlossen, beispielsweise im Januar 2022 noch ein Land-Lease-Programm, das durch den US-Kongress gegangen war. Dann
Die ukrainische Armee wurde von NATO-Ausbildern ausgebildet. Es befanden sich tausende NATO-Soldaten im Land. Wie gesagt, amerikanische Söldner sowieso. Also es war der Westen, der die Ukraine hochgerüstet hat nach 2014. Und der nach Minsk absolut nicht an einem Frieden mit Russland interessiert war. In den westlichen Teil der Ukraine. Ich darf daran erinnern, dass er angekündigt hat, die komplette Ukraine zu annektieren und dass 80% noch nicht in russischer Hand ist. Nein, hat er nicht. Das ist eine Lüge. Also das denkt Strack-Zimmermann sich hier gerade einfach aus. Zeigt ja, dass das Wehren sich wirkt. So, und dann haben wir die Westukraine. Sprechen Sie mal mit den Kollegen Sicherheitskonferenz über Moldau oder Georgien. Sprechen Sie mit den Balten, mit Polen, mit den Finnen. Das sind doch nicht alles Leute. Ich muss es trotzdem jetzt einmal präzisieren. Das heißt, das ist doch eine Realität. Ist das ein Plädoyer dafür, dass eben die Ukraine auch mit solchen Waffen das Recht haben sollen, anzugreifen auf russischem Gebiet? Das war die Frage, Frau Strack-Zimmermann. Also, die Russen sind in der Ostukraine. Dort läuft der Nachschub. Ja. Und es geht darum, ich habe überhaupt keine Lust, Herrn Kiesewetter zu interpretieren. Ich sage Ihnen, was ich der Meinung bin. Erstens, die Ukraine hat in den 2 Jahren mit allem, was sie bekommen hat, von vielen Ländern, sich immer korrekt daran gehalten. Es ist ein tiefes Misstrauen. Das Pentagon hat bei 59, also wirklich, ich muss Sie hier wirklich bei fast jedem Satz, den Sie tätigt, unterbrechen. Also das Pentagon weiß bei 59% der Waffen nicht mehr, wo diese hingekommen sind. Also 59% der Waffen, die die USA an die Ukraine geliefert haben, sind unauffindbar. Darunter modernste Waffensysteme wie Javelin-Raketen. Also die schreiben jetzt irgendwo auf der Welt auf dem Schwarzmarkt ihr Unwesen. Könnten dann in irgendwelchen anderen Konfliktregionen dann irgendwo mal wieder Bürgerkrieges auftauchen. Es ist einfach Unsinn zu sagen, die Ukraine ist mit diesen Waffen vernünftig umgegangen. Die Ukraine war schon vor diesem Krieg eines der korruptesten Länder Europas. Und wenn man auf so ein korruptes System Milliarden Euro draufwirft und modernste Waffensysteme und diese Clique um Zelensky, die nicht minder korrupt ist als die anderen Oligarchenregime, die da vorher an der Macht waren, sich hemmungslos selbst bereichern kann, dann tut sie das eben auch. Also Zelensky ist ja nicht ohne Grund auf den Panama Papers aufgetaucht. Der Sponsor von Zelenskys Wahlkampf, Igor Kolomoyski, hat in seinem Konzern Burisma ja nicht umsonst zahlreiche abgehalfterte US-Politiker ein- und ausgehen sehen. Also beispielsweise auch Hunter Biden. Ist eine andere Geschichte, brauche ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber Korruption, verquickt mit westlichen Institutionen und gerade mit US-Regierungsinstitutionen, ist in der Ukraine seit 2014 Normalität. Wenn man ihr unterstellt, dass sie Moskau also sie bombardieren will. Sorry. Nicht. Das wollte ich nur wissen, ob das sozusagen... Es gab schon Drohnenangriffe auf Ministerien in Moskau von ukrainischer Seite. Der Nachschub ist ja relevant. Wir wissen doch genau, wo Raketen, Marschflugkörper, Drohnen abgeschossen werden der Russen. Und das muss in der Tat zur Präzisierung unterbunden werden. Ihre Präzisierung wäre die Frage, was soll sie denn stattdessen machen? Also jetzt Waffenstillstand gleich. Also soll keine Waffe mehr geliefert werden, soll sie aufhören zu kämpfen? Also ich will da schon kurz was dazu sagen, weil mich das wirklich auch aufbringt. Die Darstellung, als wäre die Forderung nach Diplomatie, nach Friedensverhandlungen, nach einem Ende des Sterbens, das wäre das gleichzusetzen mit irgendeiner Rechtfertigung fürs russische Handeln. Sagen Sie mal, wo leben Sie? Wow. Also Russland hat die Ukraine angegriffen, das ist ein völkerrechtswidrigen Angriff. Gut. Überhaupt keine, das habe ich ja schon oft gesagt. Das ist ja schon mal, ist ja schon mal richtig. Das Bekenntnis kann man sich sparen. Egal wie häufig es kommt, einem wird trotzdem vorgeworfen, man würde auf Seiten Russlands stehen. Die Aufmachung dieser Dichotomie ist ein typisches Zeichen der Kriegspropaganda. Ich bin für Frieden, wird unterstellt, nein, du bist auf der Seite des Feindes. Das ist völlig normal in der Kriegspropaganda und man kann dieses Bekenntnis auch weglassen, es macht keinen Unterschied, ob man das jetzt sagt oder es nicht sagt, einem wird das am Ende eh vorgeworfen. Gut. Zum Punkt kommen. Jetzt geht es um die Frage, wie beendet man diesen Krieg? Wie kann das Sterben enden? Und wenn Militärexperten auf der ganzen Welt wenn die sagen, dass dieser Krieg haben Sie schon nicht militärisch gewonnen werden kann, ist die Alternative ein diplomatischer Weg. Ja, und ich meine, dass dieser Krieg... Konkret Harald Kujat, Ben Hodge, Erich Watt. Oder, wie gesagt, also der sagt jetzt nicht, der Krieg kann nicht gewonnen werden. Ich glaube, dann würde er von seiner Regierung auf den Deckel kriegen. Aber der hat schon immer gesagt, dieser Krieg wird noch lange dauern. Und die Ukraine hat halt weniger menschliche Ressourcen als Russland. Also die Soldaten schneller abgenutzt, weil schlicht und ergreifend weniger Menschen zwangsrekrutiert werden können. Dass die Ukraine deswegen in so einem Abnutzungskrieg tendenziell schlechtere Karten hat, das sagt Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer. Und das sagt er schon eine ganze Weile. Also
Das sind jetzt keine prorussischen Quellen, die ich hier gerade angeführt habe. Nicht gewonnen werden kann. Der Markus Reisner sogar. Das haben Sie schon gesagt. Deswegen führe ich den auch immer an. Markus Reisner tendenziell pro-westlich, tendenziell pro-NATO. Also das wird mir auch häufig in den Kommentaren geschrieben, wenn ich Markus Reisner bringe. Der ist doch pro-NATO, der trägt diese Narrative. Ja, ich weiß. Deswegen ist das so eine gute Quelle. Wer würde wohl die Lage nicht verzerrt zu Ungunsten des Westens, zu Ungunsten der Ukraine darstellen? Sondern der, also wenn von dem eine negative Einschätzung über die Situation in der Ukraine kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch mal höher, dass diese Einschätzung realistisch ist. Einfach weil er schon auf der pro-westlichen Seite steht. Moment, das möchte ich schon noch sagen. Frau Mohammed Ali, was ist die Alternative? So, ich wurde dringend notwendig. Sorry, dass ich hier jetzt die ganze Zeit unterbreche, aber was Mohammed Ali sagt, ist absolut richtig. Ich sehe gerade, Dankeschön Proletopia für den Raid. Vielen Dank. Du streamst früh. Das ist ja interessant. Naja, wie gesagt, Seiten grüßt Raider. Wir reagieren gerade auf Mohammed Ali bei Maischberger. Weiter. Alle Mittel, die man auf diplomatischem Wege hat, jetzt zu ergreifen, als erstes einen Waffenstillstand und dann brauchen wir Friedensverhandlungen. Die Lage der Ukraine verschlechtert sich von Tag zu Tag für diese Verhandlungen. Das ist die Realität. Wer verhandelt? Wer verhandelt? Mhm. Natürlich muss die Ukraine verhandeln mit Russland und das muss entsprechend eingeleitet werden durch internationale entsprechende Bemühungen dahin. Da könnte sich auch Deutschland mal beteiligen. Wenn sogar Herr Melnyk inzwischen sagt, der nicht dafür bekannt ist, dass er irgendwie da besonders weiche Worte findet, wenn sogar der heute sagt, Herr Scholz sollte das nicht ausschließen, mit Putin zu reden, verstehe ich nicht, warum das nicht geschieht. Also Herr Melnyk ist jetzt, gut, den lassen wir jetzt mal. Ja, Moment, Frau Schreck-Zimmermann, reden statt schießen. Nein, also. Es ist doch überhaupt keine Frage, dass jeder will, dass dieser Krieg und dieses Morden aufhört. So. Nein, die Kriegstreiber wollen das nicht. Wenn du sagst, die Ukraine, dieser Krieg muss enden, aber zuerst müssen wir gewinnen, dann willst du eben nicht, dass er aufhört. Also dann willst du den Krieg offensichtlich weiter, weil die eigene Seite gewonnen hat und nicht, dass der Krieg aufhört. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass solche Kriegstreiber genau wissen, dass dieser Krieg nicht gewonnen werden kann, dass das ausgeschlossen ist, dass die USA diesen Krieg aber weiterhin am Laufen halten, um Russland langfristig zu schwächen. Hier sterben schließlich keine NATO-Soldaten, hier sterben nur Ukrainer und es sterben Russen. Und nach Ende des Krieges ist Russland dann ein Stück ausgebluteter. Also warum diesen Krieg nicht noch länger am Laufen halten? Die eigene Rüstungsindustrie verdient ja auch daran. Also dagegen spricht ja nichts. Dann können sich die USA, dass Russland so lange schwächt und die USA können sich auf ihre Konfrontation mit China konzentrieren, wenn wir Europäer jetzt auch noch die Blöden sind, die an der Eskalationsschraube drehen und das Ganze hier noch weiter mitfinanzieren und immer gefährlichere Waffensysteme an die Ukraine liefern, beispielsweise sowas wie Taurus. Und jetzt werden wir mal konkret und jetzt muss wirklich mal Butter bei die Fische. Gewinnt die Ukraine den Krieg gerade? Wenn Putin heute und jetzt seine russische Armee zurückzieht, ist der Krieg ja, so das stimmt, sofort aber zu Ende. Das tut er ja nicht. Wenn die Ukraine es das macht, tut er nicht. Sind ja, aber sie, er tut es ja nicht. Ich kann mir das doch nicht wünschen. Wenn die Ukraine auf die russischen Forderungen eingeht, also Strack-Zimmermann wird gleich was anderes behaupten, aber wenn die Ukraine auf die russischen Forderungen eingeht, dann ist dieser Krieg auch zu Ende und die Ukraine kann ihre staatliche erhalten. Sie muss nur neutral sein. Sie darf keine NATO-Waffen mehr auf ihrem Territorium haben. Sie muss also die russische Grenze entmilitarisieren und sie muss die territorialen Realitäten anerkennen. Also das sind die russischen Forderungen. Die russischen Forderungen beinhalten keine komplette Eroberung der Ukraine. Jetzt hören Sie mir doch mal zu. Wenn die Ukraine es macht, ist sie weg vom Fenster. Ist sie weg? Ist sie geografisch verschwunden? Okay. Und da muss man jetzt einfach sagen, nein, das ist eine Lüge. Also das war nicht die russische Haltung. Also selbst zu Kriegsbeginn war es nicht das russische Ziel, die gesamte Ukraine zu besetzen. Das ist Quatsch, was Strack-Zimmermann hier behauptet. Dann ist es nicht der letzte Krieg. So, da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Frau Strack-Zimmermann, das stimmt doch, aber ich kann mir das ja... Nein, das stimmt nicht. Also es kann natürlich sein, dass sich die russische Position, je länger dieser Krieg dauert, noch weiter verschärfen wird. Hat sich ja in der Vergangenheit schon verschärft. Also 2014... Vor 2014 ist es Russland ja nicht eingefallen, die territoriale Integrität der Ukraine in Frage zu stellen. Nach dem Putsch auf dem Maidan hat Russland dann die Krim annektiert. Nachdem die Ukraine eine Antiterroroperation gegen ihre eigene Bevölkerung im Osten gestartet hat, hat Russland dann angefangen, die Separatisten zu unterstützen und wollte die hinter allem stand eigentlich immer die Neutralität der Ukraine sicherzustellen. Das war das antreibende russische Motiv.
Und 2022, als die Ukraine trotz der seit 2014 ergriffenen Maßnahmen immer weiter in den westlichen Block abzutreiben drohte, hat Russland dann auf Krieg gesetzt. Und das könnte man jetzt am besten beenden, indem man Russland einfach diese Neutralität zusichern würde, die es immer wollte. Putin hat sich im Interview mit Tucker Carlson beispielsweise auch schon geäußert. Also er hat gesagt, die russischen Forderungen liegen auf dem Tisch, die sind ganz klar, die Ukrainer wollen eigenes Volk sein. Okay, können sie, aber wie gesagt, müssen sie neutral sein und dann müssen sie entnazifiziert werden. Aber das, ja, wie gesagt, also bei den Friedensverhandlungen in Istanbul, da war der entscheidende Punkt nicht die Entnazifizierung, nicht die Demilitarisierung, sondern die Neutralität, die dauerhafte Festschreibung der Neutralität. Das war der entscheidende Punkt. Oh, jetzt habe ich aus Versehen den Ton ausgeschaltet. Wollen das ist doch gar keine Frage. Okay, ich kann mir das wünschen, opfern? Dass er etwas anderes macht, aber er tut es doch nicht. Was man konkret opfern will, ja, die NATO-Perspektive der Ukraine sowie die Oblasten Saporischschja, Cherson, Donetsk und Luhansk. So. Sagen Sie Frage mir, das ist doch nicht an mir zu entscheiden. Wissen Sie, Frau Strack-Zimmermann, nee, nicht ab. Was heißt, das ist nicht an mir zu entscheiden? Die russischen Forderungen sind relativ eindeutig. Also es ist jetzt nicht so, dass Russland so ein riesiges Brimborium aufmacht und nicht klar ist, was es will. Russland sagt, was es will. Nee, Entschuldigung, was soll ich denn Butter dafür entscheiden? Butter bei die Fische. Was wollen Sie, dass die Ukraine ihre Ostteil abgibt? Ich möchte, dass die Krim bei Russland ich möchte, bleibt. Dass es damit aufhört, dass jeden Tag in der Ukraine Menschen sterben. Ich möchte, dass das aufhört. Dann rufen Sie in Moskau an und nicht in Kiew. Wissen Sie, wenn das da passiert ist doch. Ich habe eine Frage, ja. Weil Gott, also ein Publikum, was bei dieser dummen Moralisierung anfängt zu klatschen, dem ist echt nicht mehr zu helfen. Also wie gesagt, wo kriegt man solche Leute her? Also die jeder Kriegspropaganda blind hinterherlaufen. Einen Moment lang eine kleine Zäsur machen kann. Also hier wäre es jetzt gut, wenn Ali da einfach mal die russischen Forderungen gegenstellen würde und nicht sagen würde, das ist doch unseriös. Ja, natürlich ist es unseriös, aber man muss doch da vernünftiges Gegenargument bringen. Einfach dieser, das ist doch unseriös, der reicht nicht. Man muss wirklich sagen, das sind die russischen Forderungen. So hat sich Russland in Istanbul verhalten. Deswegen ist das, was Sie hier gerade gemacht haben, Quatsch. Also so wie ich das gerade erklärt habe. Das sind immer so markige Sprüche, meine Güte. Darf aber es ist doch nicht die Realität. Ein neues Bitte. Argument mit in die Debatte bringen, das können Sie deshalb nicht kennen, weil der Mann ist erst am Freitag gestorben. Hat der Tod von Alexei Nawalny etwas an Ihrer Haltung, an Ihrer Sicht auf dieses Regime in Russland geändert? Frage an Maischberger. Hat der Tod von Gonzalo Lira etwas an deiner Sicht auf das Regime in Kiew geändert? Das wäre meine Gegenfrage. So. Ich ein Journalist, der mich sowas fragt, zurückfragen. Alexej Nawalny war überall in allen Nachrichtensendungen Thema. Und ich meine, ist ja auch wichtig, dass man ermordete Oppositionelle aus dem Ausland thematisiert. Ist ja nicht falsch, aber dann hätte man Gonzalo Lira doch genauso, was heißt ermordete? Im Gefängnis gestorbene, ich will jetzt hier nichts Falsches erzählen, sollte eine Untersuchung geben, genauso wie bei Gonzalo Lira. Und ja, dann hätte man Gonzalo Lira genauso thematisieren müssen. Da kann man nicht sagen, wir thematisieren den einen und den anderen nicht. Wissen Sie, ich finde, ich war auch überrascht über die Äußerung von Olaf Scholz, dass er meinte, spätestens jetzt ist klar, mit wem wir es zu tun haben. Ja. Ich fand, das war vorher ehrlich gesagt schon sehr, sehr klar. Und was folgt also, daraus? Ich habe keine Sympathien für das russische Regime, aber umso wichtiger ist es doch, wenn man sieht, wie skrupellos Russland und Putin agieren, auch was man auch daran sehen kann, ist es doch umso wichtiger zu versuchen, da in Friedens... Diese Frage sollte man nicht beantworten. Also hier fordert sie quasi moralisches Bekenntnis gegen Putin ab. Und dieses moralische Bekenntnis sollte man ihnen nicht gönnen, sondern gleich fragen. Also wie gesagt, whataboutism, um es mal scheußliche Wort zu verwenden, das sollte man dann anwenden. Man sollte wirklich dann fragen, ja, wie steht's denn mit Gonzalo Lira? Wie steht's denn mit Julian Assange? Wie steht's denn mit den anderen zahlreichen Oppositionellen, die in der Ukraine im Gefängnis sitzen? Da sitzen über 1000 Menschen im Gefängnis, weil sie das Regime in Kiew kritisiert haben. Wie sieht's denn mit denen aus? Ändert das Ihre Einstellung über das Regime in Kiew? Also das sollte man hier dagegen setzen. Denn, also wie gesagt, Whataboutism, ich finde das Wort scheußlich, weil das einfach nur eine... Ja, das ist das Lieblingswort aller Heuchler. Wenn man auf die Heuchelei eines anderen hinweist, dann schreit der sofort Whataboutism, so als ob man kein Argument gemacht hätte. Dabei hat man hier auf einen real existenten Doppelstandard des anderen verwiesen, der eben diese ganze Diskussion auf eine moralische Ebene heben sollte, wo sie nicht hingehört.
ja, das Massaker von Odessa, das Massaker an Mariupol. Also in Mariupol, da sind faschistische Milizen führend dabei Azov eingerückt, haben Dutzende Demonstranten, friedliche Demonstranten massakriert und dann da in der Stadt ein Besatzungsregime errichtet. Also ja, ja, das ist die Demokratie, die da verteidigt wird. Gespräche zu kommen. Das muss man fragen, das ist doch eine Folge daraus. Wie haben Sie das aufgenommen? Weil bisher habe ich nur Sarah Wagenknecht gelesen und die hat geschrieben, der Tod ist schockierend, auch wenn es noch offen ist, woran Putins Kritiker genau gestorben ist. Ja, aber dann kommt noch das danach. Das ist in jedem Fall zu verurteilen. Ja, also das ist ja richtig. Haben Sie auch die Frage, woran er genau gestorben ist? Also ich finde, es ist sehr klar, dass er entweder direkt ermordet wurde oder dass er unter den schlimmen Haftbedingungen, dass er deswegen verstorben ist. Also der war ja in einem ganz schlimmen Gesundheitszustand. Ja. Das ist ja vorhin auch geschildert worden, wie schrecklich die Haftbedingungen waren. Das ist tatsächlich nicht ganz klar. MTA aus HB schickt dir mal was Gutes in den Chat. Oder was heißt was Gutes, was sehr besorgniserregendes? Der ukrainische Geheimdienst hat sich offen zu der Ermordung des Ilja Kyva bekannt. Also der ukrainische Geheimdienst brüstet sich damit, Oppositionelle zu ermorden. Auch das hätte man hier vielleicht mal anbringen können. Also wie gesagt, dass Putin ziemlich diktatorischen Regierungsstil zeigt und die Meinungsfreiheit einschränkt, Oppositionelle ins Gefängnis wirft und ja, einige Oppositionelle da auch zu Tode gekommen sind, keine Frage. Aber dass in der Ukraine genau das Gleiche passiert, in einem, wie ich meine, sogar noch größeren Maßstab und einer noch viel härteren Repression, vor allem gegen die linke Opposition, das wird hier nicht berichtet. Das gibt es nicht, das existiert nicht. Auch die Familie von Herrn Nawalny würde schon wissen wollen, was ist es genau gewesen. Deswegen finde ich es richtig zu untersuchen. Dass Russland verantwortlich ist für den Tod, ich finde, da gibt es keine Zweifel. Die Frau von Herrn Nawalny sagt, auf keinen Fall darf man dem Mörder die Hand reichen. Wissen Sie, es ist, hier muss man wieder unterscheiden zwischen Moral und dem, was man sich wünscht, was man richtig findet, was man sozusagen vom Herzen her möchte, und dem, was in der Realität geschieht. Okay. Und es ist. Da macht Mohammed Ali einen guten Punkt. Also, es ist schön, dass sie bei all dem so ruhig bleiben kann, aber das hier ist auch so wieder Mittel der Kriegspropaganda: Emotionalisierung. Instrumentalisieren des Opfers auf der einen Seite, also eines wertvollen Opfers, der Frau oder des wertvollen Angehörigen an der Stelle, der Frau von Nawalny. Nicht so wertvolle Opfer wie Gonzalo Lira und seine Angehörigen, die werden fleißig ignoriert, weil man den Fall wahrscheinlich schlecht schönreden kann. Also kann man ja nicht sagen, der hat das verdient, auch wenn es manche westliche Propagandisten versuchen. Aber ja, hier wird dieses Leid der Angehörigen instrumentalisiert, um eben für die eigene Sache Stimmung zu machen. Auf diese moralische Ebene sollte man den Diskurs gar nicht abgleiten lassen. Leider, ich meine, ich wünsche mir die Welt auch anders, aber es ist leider eine Realität, dass Sie können dazu beitragen, dass es ist leider eine Realität, dass im Moment Russland regiert wird von einem Diktator, der heißt Wladimir Putin. Genau. Und der sitzt da fest im Sattel. Und ich kann mir wünschen, dass der da nicht mehr. Und die Ukraine wird regiert von einem Diktator, der heißt Volodymyr Zelensky. Und der sitzt angesichts der militärischen Misserfolge seines Landes im Sattel. Da gibt es im Militär extrem Missmut mit seiner Regierungsführung, weswegen er auch vor kurzem Saluschny abgesetzt hat. Aber das sollte man an der Stelle auch betonen. Nicht mehr ist. Aber deswegen ist der da ja immer noch. Die Frage ist, und jetzt macht die westliche Welt Männchen und nimmt das hin und sagt, wie kommen Sie denn darauf? Entschuldigen Sie, da sitzt ein Diktator, da sitzt ein Verbrecher, da sitzt ein Mörder. Und wenn ich jetzt ganz, ich habe Ihnen aufmerksam zugehört, wenn ich jetzt... Sie sagt, in dem Framing kann man nicht gewinnen. Also diese moralischen Bekenntnisse, man sollte nicht sagen, wir sollten es nicht moralisch betrachten und dann zig moralische Bekenntnisse. So, wie gesagt, diese Aussage, Moral, das ist keine moralische Frage, die Mohammed Ali hier getätigt hat, die ist absolut richtig. Und dabei sollte sich es dann belassen und auf die Sachebene gehen und dann die Kriegspropaganda von Leuten wie Strack-Zimmermann hier entlarven. Ihre Logik folge, dann nehmen wir den Angriff hin und sagen, wir können nichts ändern, das ist ein böser Junge und der macht Theater und wir rollen uns alle ein oder stellen wir uns jetzt als Westen hin. Es ist übrigens nicht nur Westeuropa. Und es ist Japan, es ist Südkorea, es ist Australien, Neuseeland, alle. Alle. Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland und Singapur. Also mehr Länder aus der Region fallen mir jetzt gerade nicht ein. Also Zimmermann hat gerade fast alle nicht-europäischen Staaten aufgezählt, die es überhaupt gibt, die bei diesem westlichen Sanktionsirrsinn mitmachen.
Entschuldigung, sind alle hoch alarmiert. Ja. Das müssen Sie doch machen. Ja, und wenn man, ich will da jetzt nicht zu lange drauf eingehen, aber wenn man sich die Geschichte anschaut, dann ist das auch kein Zufall, dass es diese Staaten sind. Also Australien und Neuseeland, ehemalige britische Kolonien, natürlich ganz eng an den Westen gebunden. Südkorea und Japan von den USA nach dem Zweiten Weltkrieg besetzt. Singapur auch ehemalige britische Kolonie. Also wenn wir uns die Länder aus der Region ansehen, die bei diesem westlichen Sanktionsunsinn mitmachen, dann sind das wirklich Länder, die aus geschichtlichen Gründen eine sehr enge Beziehung zum Westen haben. Die Welt natürlich, ist das beruhigt doch. Umso wichtiger ist es doch, dass der Krieg nicht weiter eskaliert. Sie haben doch recht, aber umso wichtiger ist es doch, dass er aufhört. Die Frage ist, was passiert nach diesem Krieg? Das ist nämlich wirklich eine Einschätzungsfrage. Sie sprechen von Realität, Sie auch. Was ist die realistische der realistische Blick darauf. Also Herr Pistorius sagt, in 5 bis 8 Jahren könnte es möglich sein, dass Russland ein NATO-Land an. Das ist kein Realist. Also Sie fragt, was ist der realistische Blick darauf? Das ist komplett irre Kriegshetze. Russland wird kein NATO-Land angreifen. Also das sind solche verrückten Szenarien, die in Thinktanks, ich hatte da ein Paper von der DGAP genannt, diskutiert werden und die dann von Politikern in die Öffentlichkeit getragen werden, um eine noch weitergehende Aufrüstung, eine noch weitergehende Militarisierung der Gesellschaft zu fordern. Also in diesem Paper der DGAP, was ich damals zitiert hatte, könnt ihr euch anschauen, ist ein Video auf meinem Erstkanal. Was ich damals zitiert hatte, da wird davon geredet, dass Planungen der NATO in den Alltag von jedem eingebunden werden müssen, dass alle Leute zwischen 18 und 65 Jahren zu einem Resilienzpraktikum geschickt werden sollen. Also, wie gesagt, komplette Militarisierung der Gesellschaft, nicht nur eine weitere Aufrüstung wird da gefordert. Und das ist kein realistischer Blick. Das ist komplett irre Kriegshetze. Das ist gegen die Interessen Deutschlands, das ist gegen die Interessen der Länder der Europäischen Union und ja, es dient dem amerikanischen Hegemon. Angreift. Das ist eine wichtige Frage. Glauben Sie das auch? Ich kann mir das sogar deutlich früher vorstellen. Wir gehen davon aus, denn das ist eine Frage. Ja, es gibt auch Thinktanks, die sprechen schon von 2 Jahren, also beziehungsweise Uniprofessoren, die sprechen von 2 Jahren, die auch in allen möglichen in den Kreisen, in den Kreisen gut vernetzt sind. Also da hatte ich auch schon so einen furchtbaren Propagandabericht aus dem ZDF gesehen. Aber ja, was soll man dazu noch sagen? Russland rüstet extrem auf. Also alles, was in Russland wird, nur noch Waffen produziert, findet keine andere Produktion mehr statt. Das richtet sich über den Angriff, über die Ukraine hinaus. Wir erleben regelmäßig, wie Russland durch Kampfflugzeuge, durch Aufklärungsflugzeuge europäischen Luftraum, auch den deutschen Luftraum verletzt, neulich über der Insel Rügen. Also testet, wie ist die Reaktionsfähigkeit der NATO. Mhm. Das ist schon sehr ernst zu nehmen und damit wird überall sozusagen im europäischen Land an der Grenze zu Russland immer wieder versucht, die NATO zu locken. Und deswegen gehen wir davon aus, dass alles, was jetzt gerade passiert, schon sozusagen das Ziel ist, was ist, wenn die Ukraine erledigt ist und was kommt dann? Das, und das ist genau müssen wir wirklich ernst nehmen. Das ist die Einschätzungsfrage. Ja, teilen Sie diese Einschätzung, Frau Mohamed? Also die Gefahr ist ja tatsächlich, der Krieg geht es noch weiter. Da geht es noch die nächsten Jahre weiter. Und irgendwann würde Ukraine diesen Krieg militärisch verlieren. Das ist ja tatsächlich eine reale Gefahr. Nee, Entschuldigung, die Frage war, in 5 bis 8 Jahren, unabhängig von der Ukraine jetzt mal, behaupte ich, könnte es möglich sein, dass Russland ein NATO-Land angreift. Halten Sie das für realistisch? Ich halte das für möglich, wenn die Situation weiter so ist, wie sie jetzt ist. Also das geht nicht. Es müssen unbedingt... Also die Ukraine ist jetzt schuld, dass der Rest angegriffen wird. Frau Schatzimmermann, ich weiß, Sie verdrehen mir gern das Wort im Mund, weil das irgendwie besonders markant klingt. Aber das ist einfach, das habe ich nicht gesagt. Würde es nicht wagen, wenn ich Ihre Worte umdrehen würde, wären wir ja einer Meinung. Das sind wir ja. Schau mal. Das stimmt. Es ist dringend notwendig. Es ist dringend notwendig, dass alles getan wird, um eine Friedensordnung herzustellen, um sich mit Russland, man muss es leider sagen, auch ins Benehmen zu setzen, um genau solche Szenarien zu vermeiden. Okay. Es ist eine, ich sag's noch mal, ich kann mir das wünschen und ich kann das moralisch so finden. Das finde ich auch sympathisch. Aber man muss die Realität sehen, wie sie ist. Und alles andere ist hochgefährlich. Und würde das auch heißen, Frau Mohamed Ali, dass wir... Ja, und die Realität, das kann man an der Stelle vielleicht auch mal sagen, die ist, dass Putin gesagt hat, nein, Russland wird nicht Polen angreifen, Russland wird nicht das Baltikum angreifen, es sei denn, Russland wird getroffen werden. Also man kann sich ja doch mal die offiziellen Verlautbarungen der russischen Regierung ansehen. Also man muss Russland ja jetzt hier nicht hier immer das Bösestmögliche unterstellen, um diese Geschichte vom Russen, der uns morgen überfallen will, zu erzählen. Also das ist doch Unsinn.
nicht viel Geld in die Rüstung investieren sollen. Also Russland gibt, glaube ich, 6% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung aus und 30% des Haushalts in Russland. Was glauben Sie, müsste Deutschland ausgeben? Das ist eine berechtigte Frage, auf die ich gerne eine Antwort hätte. Aber die Tatsache ist die, dass wir bis heute nicht transparent wissen, wofür das Geld im Rouvier-Etat überhaupt ausgegeben wird. Der Bundesfinanzhof beklagt, dass das Beschaffungswesen der Bundeswehr intransparent ist. Es wird immer mehr Geld in die Hand genommen, aber die Ausrüstung wird nicht besser. Die Beraterfirmen verdienen eine ganze Menge Geld, alles Mögliche. Entschuldigung, es ist nur die Wahrheit. Und der Bundesfinanzhof spinnt jetzt auch. Wir geben ja sehr viel Geld aus, tatsächlich, für Rüstung. Die paar hundert Millionen, die da jedes Jahr verschüttet sind, das ist doch ein alter Hut. Meine Güte, das sind doch meine Kumpels, die können wir doch hier jetzt nicht so in die Öffentlichkeit ziehen. Wir haben, glaube ich, 52 Milliarden. Ja. Und Sie sagen, in zwei Jahren, 27, 28, müssten auf jeden Fall noch mal 25 Milliarden drauf. Also wir haben, um es kurz zu machen, wir haben das 100 Milliarden Sondervermögen, das ist verbucht in der Verfassung. Das wird ungefähr bis 2027 ausgegeben sein. Ungefähr 60% ist jetzt schon vertraglich geregelt. Man darf ja nicht wissen, die Sachen müssen ja gekauft und erstmal zulaufen. So, wir gehen davon aus, es ist bis in den 2027 ausgegeben. Und dann muss in der Tat der Wehretat erhöht werden. Wir wollen ja auch mehr Menschen an die Bundeswehr binden, mehr junge Frauen und Männer. Das heißt, auch der Personalkörper wird größer, um es so zu sagen. Und dann ist natürlich die Frage, und die Planung muss jetzt schon beginnen, die mittelfristige Finanzplanung, letztlich, wie können wir einen stärkeren Haushalt haben? Und dann sage ich Ihnen was, und das wird uns nur gelingen, weil dann kommt immer, wir machen Schulden, noch ein Sondervermögen. Nein, es wird uns nur gelingen, wenn uns heute eine Wirtschaftswende gelingt. Okay, das wenn aber wir heute ja, und das geht nur durch eine vernünftige Wirtschaftspolitik, durch ein Ende des Wirtschaftskrieges gegen Russland und nicht, dass man noch mehr Geld für Ausrüstung ausgibt und dann im sozialen Bereich kürzt. Also genau das, was die Ampel machen will. Das ist ja schon relevant, dass wir das dann mittelfristig eben heute schon planen, wie wir die Ampelregierung macht. Die Frage ist, ob man die Prioritäten tatsächlich auf Rüstung und auf Verteidigung setzen muss. Das war ja meine Frage, ob Sie die Einschätzung eben teilen oder nicht. Nein, die teile ich wirklich nicht. Okay, letzte Frage. Sind Sie für die Wiedereinführung der Wehrpflicht? Das ist übrigens etwas, was wir gerade hinter den Kulissen bemerkt haben, dass wir es beide nicht sind, wenn aus auch unterschiedlichen Gründen. Das weiß ich gar nicht. Sie haben mir gerade gesagt, dass die Wehrpflicht, die heißt ja jetzt gar nicht mehr Wehrpflicht, die heißt Resilienzpraktikum. Jedenfalls, wenn es nach solchen Denkfabriken wie der DGAP geht. In einer Meinung. Jetzt kommen, seien Sie doch mal ehrlich, das ist so schlimm. Wir können aber einer Meinung sein. Über die Gründe gesprochen. Also ich sag Ihnen die Gründe, Freie Demokraten dagegen sind. Mhm. Die Wehrpflicht ist ausgesetzt worden 2010. Zu Gutenberg wollte ja Frau Merkel zuliebe 10 Milliarden sparen. Ging damals schon ums Sparen. In dem Moment, als sie ausgesetzt wurde, wurde übrigens auch im Laufe der Dekaden nach 89, nach Ende des Ost-West-Konfliktes, wurden unvorstellbar viele Ausbilder. Wir haben gar keine Ausbilder. Ja. Sie müssen rechnen, wenn die Wehrpflicht eingesetzt würde, wieder Frauen und Männer, Hunderttausende pro Jahr, die sozusagen zugeführt werden. Wir haben weder die Kasernen, noch die Ausbilder, noch das Material. Und es ist volkswirtschaftlich ein unvorstellbarer Eingriff, weil wir ja im Gegensatz zu meiner Generation, wir waren ja viele, also als die Jungs da zur Bundeswehr gingen, dass wir heute im Ausbildungsmarkt, im Studium, in kurzum, den Unternehmen, nein. Die Leute brauchen. Kurzum. Ja, aber ich wollte es wenigstens eigentlich. Kurzum, damals, als Strack-Zimmermann noch jung war, war die Arbeitslosigkeit noch geringer als heute. Das heißt, dieses volkswirtschaftliche Argument, das hätte man damals noch viel eher gegen die Wehrpflicht anbringen können als heute. Verstanden. Ich bin auch nicht dafür, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird. Aber was eben auch nicht passieren darf, den Satz möchte ich schon noch sagen, ist, dass die Armee dann am Ende dazu führt, dass junge Menschen aus Perspektivlosigkeit, weil sie sonst irgendwo eine andere Ausbildung bekommen können und so weiter, gezwungen werden, beim Militär zu dienen, wie es in den USA zum Teil der Fall ist. Gezwungen. Das ist ja aufgrund von, das kennen Sie vielleicht nicht, aber aufgrund von finanziellen Engpässen sind Menschen dazu gezwungen, manchmal Dinge zu tun, die sie nicht wollen. In den USA erleben wir das. Okay. So eine Armee möchte ich für Deutschland auch nicht. Wir erleben es gerade in Russland und zwar deutlich. Okay, ich glaube, das ist der Anfang dieser Debatte. Diese andauernde Feindseligkeit von Strack-Zimmermann, die sollte man, keine Ahnung, was da das richtige Mittel gegen ist. Also am besten, solchen Leuten, die einem immer das Bösestmögliche unterstellen, die einen wirklich als Feinde betrachten, die diese Kriegspropaganda zu 100% mittragen,
Da sollte man nicht, denen sollte man nicht irgendwelche moralischen Bekenntnisse, irgendwelche Punkte geben. Klar, ja, Russland ist ja total böse, Putin, das ist ja ein schlimmer Diktator, verbrecherischer, stalischer, einmaliger, blablabla, Angriffskrieg. Sondern da sollte man sagen, ja, schau aufs ukrainische Regime. Man sollte die Heuchelei solcher Leute offenlegen und nicht diese ganzen moralischen Bekenntnisse erbringen, die diese Leute fordern, da diese Leute einem trotzdem unterstellen würden, man würde auf der Seite Russlands sein und dann haben sie die gesamte Diskussion in ihrem Framing, wenn man bei jedem Satz noch dreimal dazu sagen muss, dass man doch moralisch auf der guten Seite steht. Also das würde hier, wäre hier, glaube ich, der bessere Ansatz gewesen, dass man auf diese Feindseligkeit von Strack-Zimmermann seinerseits ein bisschen offensiver reagiert. Also, ja, aber insgesamt trotzdem ein guter Auftritt von Amira Mohamed Ali. Sie hat diese Kriegshetze, diese andauernde Moralisierung kritisiert. Also finde ich gut, dass sie das gemacht hat. Finde ich gut, dass sie hier zu Gast war. Also fände es auch gut, wenn BSW-Vertreter häufiger mal bei alternativen Medien zu Gast wären, vor allem bei jenen, die dem BSW freundlich gesonnen sind. Dann, müsste man sich auch nicht mit so einer Kriegspropaganda auseinandersetzen. Anders kann man das, was die Öffentlich-Rechtlichen da gerade machen, nicht mehr nennen. Also dieses extrem manipulative Framing von Maischberger, die Auswahl dieser Zuschauer. Ich weiß nicht, wie man so ein Publikum zusammensucht. Also, keine Ahnung. Geht man da bei der Bundeswehrakademie irgendwie Zuschauer rekrutieren? Oder Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber das finde ich doch alles sehr, sehr seltsam. Naja, in diesem Sinne war es schön mit, also was heißt schön, war ein ernstes, trauriges Thema und Strack-Zimmermann ist wirklich unerträglich, aber ja, wie gesagt, Mohamed Ali hat sich ja in Ordnung geschlagen.